heiße es Helge Harutonian. Wir befinden uns heute Abend im Museum für Moderne Kunst. Ich bin Kurator der Ausstellung der Städelschüler, die alljährlich in diesem Museum stattfindet. Wir werden heute gemeinsam durch diese Ausstellung gehen mit meinem Special Guest Tyrone Vincent. Er ist Choreograf und ehemaliges Model und darüber hinaus auch Moderator. Ich war letzte Woche noch in Paris auf der FIAC und habe mir wunderschöne Sachen angeschaut. Und jetzt nach Frankfurt zu kommen und sich die Arbeiten, die sehr rohen Arbeiten, die wichtigen Arbeiten, die neuen Arbeiten der Städelschüler und Absolventen sich anzuschauen, ist für mich eine Auszeichnung als Frankfurter. So, wir kommen jetzt gerade im MMK 3 an und die Gäste sind auf dem Weg hier rüber. Die Führung geht jetzt offiziell los, kommt am besten mit rein. Oder in Darmstadt, dann sehen Sie Bäume mit bis zu 20, 30 Paar Schuhen, die einfach da drin hängen. Sie 55, 60 Jahre alt waren, um ihre ersten Ausstellungen zu kriegen. Und wir reden hier über einen Absolventen, der schon so eine Vorlage macht. Dieses Gehör zu finden, diese Freiheit zu finden, das ist der Aspekt, der mir am wichtigsten ist. Sie werden überrascht sein, wie mutig diese Generation von Absolventen ist. Und der Mut besteht darin, dass wir alle einen Job haben und irgendwas treiben und die sich für Kunst entscheiden. Etwas, was nicht greifbar ist, etwas, was versucht wird zu korrumpieren, etwas, was manipuliert wird. Sie haben in diesen Künstlerinnen und Künstlern ein Zuhause, das unser Menschsein beschützt. Eines meiner Lieblingswerke in der Ausstellung, das weißt du, es ist dieses Werk, weil Sie hier den Prozess sehen können. Sie wissen, welche Schicht zuerst gemalt worden ist. Er hat seinen Lehrer gefragt, ob er eine Arbeit von ihm hier präsentieren darf. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben das gemerkt. Und auf diesem Wege wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Das war die Veranstaltung durch die Ausstellung mit. Dieses Mal mit Tyrone Vincent. Wir waren in der Absolventenausstellung der Städelschüler. 38 Positionen waren das in diesem Jahr. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei dir bedanken, Tyrone. Das war ein toller Besuch von dir und ich hoffe, dass wir in Zukunft dann nochmal zusammenarbeiten können. Vielen Dank. Ja, Home of the Brave war der Name der Ausstellung der Städelabsolventen aus dem Jahr 2017. Für mich als Frankfurter durch diese Ausstellung zu führen, war was ganz Besonderes. Auf bald!